Ich streiche doch gerade. Warum klingt der Ton immer noch nicht schön? Dieser Frage gehen wir in dem jetzigen Video nach. Heute gehen wir der Frage nach, warum klingt mein Ton immer noch nicht schön, obwohl ich doch schon mich bemühe, so gerade wie möglich zu streichen. Und gerade streichen meine ich, was wir parallel zum Steg streichen. Und die Bogenhaare immer an einem Ort bleiben. Ich habe ja schon euch in anderen Videos erklärt, wenn die Bogenstange nicht den idealen Winkel hat zum Steg, fangen die Haare an zu rutschen. Und wenn er nun probiert, sozusagen mit Gewalt an einem Ort zu bleiben, bricht der Ton ab. Weil er diese Stelle, diese sogenannte Kontaktstelle, optimiert. Aber eben durch Zurückschieben an den richtigen Ort. Und jetzt ist ja die spannende Frage, ihr schafft es jetzt gerade zu streichen, aber warum klingt es immer noch nicht so schön frei, der Ton, der Klang? Schaut euch mal in diesem Fall den Winkel von eurer Stange an. Im Gegensatz zu den Geigern ist unsere Stange leicht nach oben gekantet. Eine Geige hält man ja die Schnecke nach vorne und man streicht praktisch in die andere Richtung. Hier ist die Stange in diese Richtung verdreht. Ja? Auf dem Cello, durch diese natürliche Cello-Haltung, die Hand, die von oben natürlich auf den Bogen kommt, ist unsere Stange leicht nach oben verdreht, leicht nach oben gekantet. Und nun kann es passieren, dass ihr euch Fehlbewegungen im Handgelenk angewöhnt habt. Also ihr streicht jetzt zur Spitze und während ihr streicht, macht ihr Knickbewegungen im Handgelenk. Dadurch verdreht ihr die Stange zum Beispiel viel zu stark, sodass fast das Holz an der Seite schabt. Oder wenn ihr den Bogenwechsel macht, da streicht ihr los, vielleicht ist die Stange jetzt fast über den Haaren. Und wenn ihr jetzt umdreht, macht im Handgelenk eine Knickbewegung. Und jetzt seht ihr ja, wie jetzt die Stange sozusagen umfällt. Ja? Vielleicht richtet ihr die dann wieder auf und am Frosch macht ihr vielleicht was in die andere Richtung, dass ihr in die andere Richtung knickt. Ja? Oder völlig unbewusst macht ihr während dem Strich hier in dem Handgelenk irgendwelche unruhigen Bewegungen. Und schon hat man auch eine Unruhe in dem Klang. Es ist also möglich, völlig korrekt zu streichen, aber trotzdem keinen schönen Ton zu haben, weil man in dem Handgelenk und eben dadurch auch in der Bogenstange eine Unruhe hat, durch unnötige Bewegungen. Ja? Am ehesten setzt ihr euch mal vor einen großen Spiegel. Spiegel hat man ja vielleicht im Schlafzimmer, im Kleiderschrank oder wo auch immer. Und streicht mal vor dem Spiegel und beobachtet mal, was euer Bogen macht. Ja. Als Beobachter ist es ja immer wesentlich einfacher, Fehler zu finden, etwas zu entdecken, als wenn man selber gerade in Aktion ist. Also schafft euch praktisch so ein Gegenüber, das ihr beobachten könnt und ihr werdet ziemlich schnell herausfinden, woran es liegt. Viel Erfolg beim Suchen und beim Korrigieren und ich freue mich auf den nächsten Video mit euch. Abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter,
Alles Liebe, bis dann. Euer Cello-Coach Uriel Stücknagel.